Jawohl. So, Freunde, das hat Enduro Sports. Heute sind wir in Ungarn, in Budapest, zum zweiten Lauf von der Europameisterschaft, wo Bauer Erik, der ehemalige König von Hedgehead, mitfährt. Er fühlt sich gut. Wir hoffen, dass alles so läuft, wie er sich das denkt. Streckenbegehung haben wir gemacht, Motorrad ist auch fertig. Dann werden wir mal sehen, was morgen denn so bei rauskommt bei der ganzen Geschichte. Also, dann freut euch auf den Beitrag, der demnächst im Internet erscheinen wird. Alles klar, bis dahin, ciao. Ja, der Teammanager hat ja schon alles gesagt, wo wir sind, was wir heute vorhaben. Nebenbei haben wir jetzt hier noch neue Teile dran gebaut. Ja. Ich hab's von Dovatec, schöne neue Kühlerschützer. Hier, Plastikschützer. Und einen neuen Drosselklappensensorschutz. Dazu kommt demnächst noch mal ein Video, wo ich die Teile erkläre. Ja, jetzt gucken wir uns gleich die Strecke noch mal an. Nehmen wir euch noch mal mit. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Strecke gucken wir uns an. Naja, es gibt schon noch was zu sagen. Du musst mal sehen, was du morgen vorhast. Wie willst du denn abschneiden? Achso, wir wollen morgen hier Super Enduro fahren. Ja. Du? Ich will das machen, ja. Und da wollen wir alles rausholen, ja. Hast du die Strecke angeguckt? Die Strecke habe ich mir schon einmal angeguckt. Will ich mir nochmal angucken, will ich nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und was sagst du? Ja, gut. Alles ja, machbar? Alles machbar. Du bist Wie es natürlich machbar ist, ist eine andere Sache. Du bist motiviert bis in der Haarspitzen? Ah, bis in der Arschhaarspitzen, so. Ja. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns nachher oder morgen. Jawohl, mein Bart war stressend. Da guckst du! Was ich alles kann. Da guckst du! Der Hauptmechaniker bei seiner Arbeit. Guckst du über ein paar Tricks ab? Die Männer. Hallo Milan, moin. Kurze Frage, bist du zufrieden jetzt mit deiner Viertakt? Ich bin definitiv zufrieden, war die richtige Entscheidung und wir haben immer weiter daran gearbeitet. Die Ergebnisse werden hoffentlich noch besser und mal sehen, was da noch geht. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück, moin. Dankeschön. Ja? So, wir gehen jetzt zur Maschinenabnahme. Mal sehen, was uns da erwartet. Aber ich denke mal, das sollte alles soweit klappen. Ist okay. Bier. Yes. Okay. German Bier. German Bier. Ich spiele nur noch 0. Okay, perfekt. Thank you. So, und hier sind wir wieder nun auf dem Track. Herr Promoter, was haben Sie hier zum Start zu sagen? Start. Da hinten wird es interessant. Holschott oder was? Na, hoffe ich. Na, ja. Ich denke, du bist Holschott-Huster. Jawohl. Aber Holschott-König. Ein Riese. So, hier nochmal eine Startgerade von der anderen Seite. Ist hier ein schöner Anlieger. Dann hier über das Röhrchen. Was noch glatt ist wie Sau. Da oben das Ding. Da wollen wir als erster durchfahren. Mal sehen, was es wird. Da die zwei Fachsimbeln schon wieder. Und nach der Röhre. Jetzt hier nochmal über die Reifen. Und um eine Kurve, schöne Matrix.
mal gucken, wie wir das morgen im Maisturm rennen. Wir haben schon einen Plan, aber ob ich den so umsetzen kann, weiß ich noch nicht. Hier kommt erstmal ein schöner Tappe. Querhauen, Arm ausschütteln, Ball aufziehen. Was hast du dazu? Voll Macke. Mickey Maus. Wunderhaus. Bringst du den? Ja. So, nochmal ein Double. Nur nach dem Double kommt hier eine Kurve. Denke mal, wir müssen den großen rum. Ich denke mal, das Beste eher außen lang. So, jetzt nochmal langsam. Wie fahren wir das morgen? Ja, also ich würde hier unten das Hinterrad Schwung mitnehmen und zack raus. Also auf dem Hinterrad bleiben oder ja. Nochmal absetzen? Nee. Zack, nein, auf dem Hinterrad bleiben. Herr zack, Schmidt, wie würden Sie das machen? Zack, ich weiß ich wüsste nicht, wie ich es machen soll. Also, wie würdest du es? Mit Anlauf springen. Ja, genau. Vollgas, Vollgas und geil Förderrad hoch. Voll dagegen. dann bist du zumindest drüber. Du warst letztes Mal hier, aber du bist drüber. Da drüben steht der Zauberlehrling Ritter. Da redet es halt immer noch, wie er die orangene KTM-Wand meistern würde. Aber er hat Glück, er ist nicht am Start. Oh, hier hast du schön Grip ohne Ende hier. Ich habe noch ja keinen Plan, wie ich das morgen angehe. Ja, hier werden morgen meine Supercross-Fertigkeiten richtig zum Vorschein kommen. Ich bin zwar noch nicht Supercross gefahren, ja, aber. Oder was? Sehe ich auch so. Ja. 100. Challenge lässt grüßen. So, moin. Wir haben jetzt Samstag. Wir waren jetzt beim Reitersbriefing. Quasi auf deutsche Fahrerumsprechung. Jetzt haben wir gleich das erste freie Training. Und dann gucken wir mal. So, jetzt sehen wir mal rum und fragen hier, was der Meister für eine Erwartung hat heute. Moin! Warte, ich mach das mal. Moin Jungs, erstmal willkommen bei Hustas Vlog. Es muss ja auch mal eine vernünftige Begrüßung hier geben. Wir sind hier in Budapest und die Strecke ist auf jeden Fall sehr technisch. Das kann man nicht bestreiten. Da Cory hat da richtig sich Mühe gegeben, dass es allen echt schwerfällt, würde ich sagen. Was sagst du? Ja, sure. Wer ist Cory? Der Cornel mit. Achso, Cornel. Cory ist doch sein Spitzname. Ne, genau, der hat ja die Strecke hier gemacht und das ist auf jeden Fall sehr technisch. War letztes Jahr fand ich auch schon relativ technisch, aber das ist nochmal ein Level härter, finde ich. Und ja, Ziele Spaß haben, heile bleiben und draufbleiben und Moped heile lassen, oder was? Ja, das ist beim Versuch groß, dass ich extra da gemacht habe. Das ist auch mal anders jetzt, ja. So, mal klar, noch alles gut oder was? Ja, alles super. Mach dein Ding. Alles super. Lass dich nicht verrückt machen und denke dran. Du hast nicht viel Zeit, ja? Ja, ich habe nicht viel Zeit. Ja. Mach mich nicht verrückt, aber ich habe trotzdem Feuer. Genau, so ist es richtig. Knall ist das. Musa, Fußball, Erschelte, Schastan. Ott van azonnal. Dies, Angliából, Schmális az első Matrixon, akadett is mondja a pilótának. Ez bizony a tanulás folyamata. Minden akadályt meg kell ismerni, mert nagyon-nagyon élesre sikerült ez a pálya német Cornél keze munkája, és persze annak a nagyon sok segítőnek a két éjszakányi és két napnyi munkája, hogy ez így összeálljon egészen rövid idő alatt. Thank you.
csapat, illetve 91-essel Tádés Dánielt láthatjuk, ők tehát itt a mi kedvenceink, de itt van a pályán 8-assal Marco Moser Olaszországból, 10-es rajtszámmal Rico Petzold, Németországból, 2-essel a rendszerűen. Tiszta kör fejez be. Alig akaszt el, alig volt. Also freies Training ist durch, wir gucken uns jetzt noch die Union an und das Prestige. Sprünge gehen alle, ein paar Schwierigkeiten habe ich noch, probiere mich dann einfach im Zeittraining besser zu machen. Manuel Gomez. Kettőnek Kasper Gulit, az ötödik, a 11-es Tristan Hanna, Németországból a hatodik. Simon Kus, Lengyelországból, ő a hetedik helyen, még 441-es délafrikai pilóta, Stefan van der Winter zárja a sort. Oscar Valdivia, nagyon tiszta kör teljesített, és nem megyünk még szépen már sem rossz időt ugye ehhez képest, mert ott vagyunk, közelebb is volt. És közben gyors pályaépítés, karbantartás, nagyon előtt. 9-en a juniorokból is két csoportra vannak osztva, és megtudni a délutáni pozíciókért, és ez nagyjából a szabadítás végeredménye is, a Kulán Spűzer, ahogy Németországban is nagyon jól szerepelt az egyik futamban, hogy most is az időkérdésen nagyon jól. 44-essel nem mutattam még be Per Christian Svensrudot, aki Norvégiából versenyzik itt velünk a mai napon, illetve a 6-os Nicola Grossi, Nicolával, a 60-assal zárja a sort Alonso Trigo Fernández, aki a spanyol pilóta, egyelőre 1.30 alá nem tud menni, tehát meglátjuk, hogy ez csak azért van, mert nem tudott tiszta kört motorozni, egyelőre nála ez jön össze. Kemény csata lesz az időmérőedzésen, ez nem kérdés. Már a rajtpróbára készül a második csoport. So, also wir müssen jetzt das Last Chance sind, da wo wir nicht hinwollen, das ist gar kein Bock, aber naja, mal sehen, wir geben das Beste. A Paul Huster hozta el a rajtot, ő az Eiro Holstát, ha lenne itt ilyen külön díj. Hát úgy tűnik a Matrix kifogott mindenki. Tádis Daninak kell most egy jó lendületet vennie, és ezzel át is lépheti ezt a pár ellenfelet. Sajnos a fáról a kérdő azon, hogy ez most a rengetlen kör kell teljesíteni a versenyben vezetőnek, és egészen látványos akciók voltak a dupla fellépőnél. Erre tűnik és utána úgy volt a versenyző, a 4-es a 91-es versenyző, Tádis Dániel, és jelenleg a Szidi küzdelem a továbbjutásért. Egyetlen egyszer még sárszak, hogy csak most nekünk a célba, tehát plusz egy kör, és megvan a biztos továbbjutás, az biztos, hogy a kondíció egészen alacsony szintű. Jutottam, és Tádis Dániel átveszi a vezetést, és az utolsó kör előtt érszakít ki a célvonalat, egy kör még, tehát a Szidi a és a 18-as számú Paul Huster mögött. Hajrá Tádis Dani, ezt kell tartani, ezt a pozíciót és a kondícióra figyelni. Még 3 perc 10 plusz 1 kör, hiszen ez a futam már az előtt megtett pirozás előtti 1 kör miatt egy picit csökkentett futam ide jöhet, éppen egy perc azért az sokat jelent itt. Also, Last Chance Rennen ist durch, Zeittraining auch.
Zeittraining hat ja auch leider einen schweren Crash. Ich glaube, letzter dadurch. Auf jeden Fall sind wir nachher im Finale. Jetzt sind wir ja einmal hier oder was? Was hast du dazu? Genau so ist es. Du hast jetzt nochmal M gesagt. So, wir haben jetzt gleich einen Start vom ersten Lauf. Wird schon. Einfach ruhig durchheizen und dann sollte es schon werden. Tehát
is, de nem az ötödik helyen fordul itt a második kanyarban. Szürke Márk is nagyon szépen tisztán megy rá Matrixra. Egyelőre le kell szállni a tovább haladáshoz, de szerencsére a többiek is eldőlnek. Beliszkarolom is várja a szabad utat. Hihetetlen másodpercek égnek el itt a fordított rajtrácsnál, és közben teljesen tisztán mennek el az ellenfelek egyelőre. Ez a Matrix nem a miénk, de Szürke már kiszabadult, és nagyjából hozza az előző futam pozícióját. Liszkarolom pedig ebben szempontból sokkal fontosabb Dan Pease, Max Faude, aki bizony hihetetlen annyi pontot, hogy letaszítsák a magyar srácokat a dolgok hátra, és óriási a keveredés. Szépen már az ezüstérmes pozíciót ostromolja. Also zweiter Lauf war nicht so geil, zwar ein Holshot geholt, dann einen Crash gehabt, einer so meine Karre drüber gefahren, nachher in der Matrix ist mir nochmal einer hingesprungen, Motorrad hält kaputt, technischer Ausfall, Innenschalldämpfer komplett im Arsch, war auch ab, deswegen keine Leistung mehr, da hat sich auch das Weiterfahren nicht gelohnt. Ja, wir gucken jetzt das Rennen noch zu Ende, wünschen den Boys richtig viel Glück. Wenn Milan jetzt nochmal gewinnt oder vor dem Bright Moss ist, gewinnt er auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Daumen drücken für Milan und dann wird das. Woo! Woo! Baby! Let's go! Nagyon jó rajzon, hogy is látszik, hogy mennyire fontos a pontosan elkapott rang, a pontosan lerakott teljesítmény, hogy nem török ki az a kerül. Egyet szúrva volt már, hogy elkezdik a majdnokat. Stop right now!
Statement zum heutigen Tag? Ja, schwach angefangen, stark nachgelassen. Bullshit! Nee, sehr, war eigentlich ein guter Tag. Bisschen geschwächelt. Aber. Ziel für Polen? Die Engländer schlagen. Das ist gut. Chrissy, wie sieht's bei dir aus? Wie war dein Tag heute? Eigentlich ganz gut. Also, bis auf den einen Downer, den ich nach dem zweiten Pflichttraining hatte. Ansonsten alles super. Also 11, 12, 12, ich kann mich nicht beschweren, das war voll okay. Ziel für Polen? Podium. Oh, gut. Aber, warte mal. Gute Idee. Jungs, danke fürs Zuschauen. Ich dachte, die geht gerade aus. Nee. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen mit Huster. Oder von Huster. Von Huster. Ja. Wichtig ist Daumen hoch, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Und dann heißt es bis zum nächsten Mal. Bei 6 plus 1. Der neue Super-Enduro-Vlog.